Ist ja Ja. eine Gilde. Mega. Gilden sind super. Postman. Hui. Wo bist du denn jetzt hergegangen? Wieder da runtergesprungen, um dann wieder aufs Dach zu kommen. Die Türen sind alle zu. Dann keine zu und Türen. Ist nur dunkel. Nee, bei mir sind die Türen zu. Was? Ja, also da, wo mein Händler hier reingeht, ne? Also Ja. geht man dann mal durch die Tür rein. Die haben wir geöffnet. Bei mir steht jetzt, alle Spieler werden benötigt halten, um zu teleportieren. Weil sie zu ist. Aber ich werde das mal machen. Nein. Ja, vielleicht, du müsstest sie einfach nur öffnen hier. Die Ist doch Tür. offen. Nee. Oh. Alles. Wo Jetzt wird sie kommt denn? geöffnet. Sie haben einen Was ist das Korean denn? Baby. So viel zum Ei. Thema. Wir sind eine Elite-Truppe. Pilger? Scheißdreck. Was hast du für ein Problem? Du wirst besser nicht zum Problem für mich. Sonst könntest du der nächste Derek werden. Der nächste wer? Wovon zum Henker redest du? Nicht dein Bier, Korean Baby. Stell einfach keinen Unfug an, okay? Ich hab dich im Auge. Klar, Mein dann Gott. beobachte mal meinen Mittelfinger. Ach, sehr schön. Das Kurierbaby ist auch noch ein Komiker. Hier geht's den Bach runter. Na, du musst es ja wissen. Mir scheint, ich führe einfach dein Vermächtnis fort. Ach, das ist nur Jack. Ignoriere Mein Gott. Cavaliero. Ich glaube, er lässt nicht zu, dass ich ihn ignoriere. Tranquilo. Er hat eine harte Schale, aber einen weichen Kern? Heißt das so? Nee. Mea mochaime übrigens. Kuriere leben gefährlich. Wir sind eine kleine Gruppe und wir verlassen uns aufeinander. Okay. Du bist also ein Pilger. Schön. Dann weißt du, wo es lang geht. Manchmal können die Novatus Leuten den Tod bringen. Aiden, ist durch diesen Derek jemand gestorben? Zum Glück nicht. Derek war einfach total loco. Ein Adrenalin-Junkie. Wir alle nehmen das hier ernst, aber er war besessen. Aber irgendwie war seine Hingabe bewundernswert, auch wenn er ein Fanatiker war. Ja, was ist passiert? Und andere Kuriere mit schwierigen Lieferungen gucken in die Röhre. Was wurde aus ihm? Wurde hochkant rausgeschmissen. Die Kuriergilde hat keinen Platz für Junkies, amigo. Bringt nur Tod und Verderben. Lass mich raten. Jack hat die Kampagne gegen Derek angeführt. Und er war sehr effektiv, amigo. Das glaube ich gern. Deswegen kamst du nicht durch die Tür wegen dem Kram. Naja, wunderbar. Okay. Dann. Ja, jetzt kann ich die Tür auch ganz normal öffnen. Also, ich war gar nicht mehr hinter der Tür. Ich war schon wieder. Also ich springe jetzt da wieder runter, wo wir immer waren, ne? Ja, und dann wieder aufs Dach hoch. Genau. Zum Vögel beobachten geht es nämlich ganz weit nach oben. Ich glaube, das könnte das Letzte sein, was wir heute tun. Vögel beobachten. Ja, weil ich glaube, da wo wir da hin müssen, das wird echt anstrengend. Du wirst es gleich sehen. Ich will dich jetzt nicht zu sehr voller Vorfreude. Du siehst es einfach. Oh, ist ein schöner Sonnenuntergang. Das auch. 145 Meter, ne? Das, wir müssen da gegenüber auf das Hochhaus auf die Funkantennen. Aber das kriegen wir doch hin. Bestimmt. Was bekommen wir doch immerhin. Ja, wir müssen nur irgendwie ein anderes Haus finden, wo wir dann oben drauf absteigen können, kurz Das ist und. das höchste Haus. Ist das nicht das, wo wir auch schon mal rauf wollten, wegen dem Behälter oder sowas? Weiß es nicht ganz genau. Es sieht alles so gleich aus. Ja, stimmt. Egal, einfach los. Ah, Tage und fliegen. I'm fly away on the highway. Das ist alles im Lack. Jetzt ist alles im Lack. Füllen das Loch da rein. Also.
Problem ist, manchmal stürzt er einfach ja. ab. Ne, so. Oh, geschafft. Nein. Ich bin drin. Ja, nein, nein, ich falle runter. Ich falle runter. Scheiße. Ich muss dich, du musst mir verzeihen, dass ich dich da nicht wiederbeleben werde. Ist okay. 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 Ja. Ja. Ich probier's mal. Wie häng ich denn jetzt schon wieder irgendwo fest? Ne? Hey, das war doch easy. No. Ah, hier ist noch eine Schublade zum Öffnen. Da ist wieder Ostprofin und Stofffetzen. Mega. Oh, eine Truhe. Da hat da jemanden leben lassen. Ja, eigentlich schon. Also du hast dich schon sehr verschnupft die ganze Zeit. Ja, ich habe seit gestern durchgehend Kribbeln in der Nase, aber nicht wirklich eine Erkältung oder sowas. Aber ich habe eigentlich keine Allergien. Das fühlt sich aber irgendwie genauso an. Einfach nur Schnupf und es kribbelt durchgehend. Nicht, dass du plötzlich eine Katzenallergie hast. Oh, bitte, ey, da müsste ich mich ja umbringen. Das ist auch nur eine Frauenallergie. Ja. Ja. Egal. Wir müssen da hoch. Wie soll das funktionieren? Ich frage mich jetzt schon wieder, wie das gehen soll. Ja, wir haben auf jeden Fall da so ein Ding, wo wir hinspringen können, damit können wir uns so hoch teleportieren, aber nicht ganz so hoch wahrscheinlich, ne? Wo? Ja, da auf den. Da. Nee. Ding, ne? Nee, so kommen wir da bestimmt, glaube ich, auch nicht. Nee. Probier's, ich probier's. Bin ich nur wieder im gleichen Fenster drin und wieder eine Etage tiefer. Natürlich falle ich komplett runter. Mhm. Dieses Spiel bringt mich um den Verstand. Ja, ich bin jetzt ganz weit unten. Aber notfalls kannst du mich hier teleportieren. Oh. Ja, schon wieder. Da bin ich auch wieder. Was wollen wir denn da hoch? Da gibt es auch kein höheres Haus in der Umgebung. Ja.
Moment, lass uns einmal. Wo bin ich denn gelandet? Bei der U-Bahn-Station jetzt. Oh mein Gott. Verstehe es nicht. Oh man, auf dieses Dach. Ja. Jo. Oh, kritisch muss. Ich weiß, ich werde es bereuen. Oh mein Gott. Hält er sich daran fest? Nein! Oh mein Gott! Da hoch? Hm. Springen Sie hoch, während Sie drücken Sie und halten Sie R1 zum Ausführen während eines Wandlos gedrückt. Also. Du musst aufpassen, du kannst dich da nicht festhalten, du musst jetzt. Du hältst dich da fest. Hinter dir auf das höhere Ding dann springen. Von da aus. Ja. Und da aus kannst du dann ganz hoch auf das Teil springen. Und von da aus kommst du dahin, wo ich bin. Okay. Was machen wir jetzt hier oben?
Gute Frage, ne? Will er irgendwie an das gelbe Ding dran, aber ich weiß nicht, wie man da dran kommt. Ach, da ist so ein Hilf. Oh mein Gott. Ja, das ist aber auch schon wieder ein falscher Moment und du landest halt wieder sonst wo. Ach, guck mal. Da kommt man auch da dran. Was mache ich, wenn wir einen Controller mitlassen? Warum? Warum? Huhu. Mann! Ha! Militärluftlieferung, yay! Kannst du mich porten? Nee. Ich glaube, du musst hier hoch. Er hat sich an der gelben Stange nicht festgehalten. Das ist ein Scherz. Boah, ey, das Spiel ist so hohl. Alter. Und dass du dann immer so weit weg spawnst, das ist auch so dumm. Was weiß denn ich, wie ich jetzt da hinkomme? Überall und dann noch nachts, alles voller Zombies, natürlich. Oh, ich habe einen Sportbogen gefunden. Wie geil ist das denn? Das hat sich ja richtig gelohnt. Was macht denn der Sportbogen? Ja. 56 Schaden, das ist mal besser. Man ist da weiter. Dumm. Was machst du? Wieder tot. Aber ich bitte, du willst auf den Sportbogen, oder? Nee, ich muss da oben hin, weil mein Ort die, glaube ich, die Militärscheiße da die Sachen braucht. Ja, ich hab's noch nicht aufgesammelt. Das kotzt mich das Spiel so dumm an, ey, wirklich. Und Quatsch einfach nur. Kannst an jeder Scheißecke irgendeinen zu dir teleportieren, für irgendeine Scheiße, aber so ein ganzes Haus hoch geht nicht. Ja, fuck. Okay, hier sind doch die ganzen Sachen weg. Witzig. Hey, da steht bitte offen. Das ist schon wieder zu. Die Kiste, obwohl sie bei mir offen ist. Nimm den Scheiß und... Okay, ich bin jetzt wieder da.
Okay. Da, wo wir da waren. Okay. Das heißt, jetzt da hoch. Halt, ich nehme dieses. Was meiner alleine schon nicht gemacht hat, was er bei dir getan hat, ist, sich an dieser, an diesem Blechding, was hochgeht, festzuhalten. Hm. Meiner nicht gemacht. Na, jetzt macht das auch. Danke. Ja, du bist ja noch 20 Meter entfernt. Ja, wenn er sich an dem gelben, an dieser scheißgelben Stange diesmal festhält, dann bin ich auch bei dir oben. Wie hast du dich an dem gelben Ding Dings? Hast du da einfach nur dich da? Einfach angesprungen. Aha, jetzt macht er das. Interessant. Nett. Das ist ja noch so eine Stange. Willst du mich verarschen? Hau den nicht. Oh, ich hab's. Mama mia. Scheiße. Hast du geschafft? Mhm. Ist bei dir die Kiste jetzt auf oder zu? Du. Hier ist sie auf. Da ist nichts drin. Ah, jetzt ist da wieder was drin. Ah, wie geil ist das denn? Hose für Bogenschützen. Ein Scharfschützenhandschuh. Und den Zugangsschlüssel öffnen. Egal. Militärtechnologie, schön. Was haben wir denn da? Suchen. Pfeile. Bordbogen. Mhm. Eine Armbrust braucht keinen Bogen. So. Aber ja, wie kommen wir jetzt auf das Haus? Ja. Tarzan. Uiuiui. Ich habe keinen Plan, wann auf dieses Haus kommen soll. Theoretisch müssten wir da hinten auf dieses VNT-Gebäude, um von da aus da drauf zu springen, oder nicht? Ich bin mir nicht so sicher, ob das so gedacht ist. Aber wie denn dann? Ja, nicht, dass es in dem Gebäude drin irgendwie, aber haben wir auch schon geguckt, ne? Ob es da nicht irgendwie so einen Fahrstuhl gibt oder was? Unten auf dem Boden im Gebäude waren wir nicht. Ich würde es aber nicht mal machen. Meinst du, das ist so simpel? Nicht. Ich weiß es echt nicht. Ich meine, haben wir es hier hoch geschafft, aber es nützt ja auch nichts hier oben, ne? Ja, immerhin haben wir so ein Militärding gekriegt, ist ja so schlecht schon mal nicht. Ja. Waren wir. Da waren wir schon auf dem komischen guten Vorsprung da, ne? Ja, das ist davon, wo Stimmt. wir da drauf gedingst sind. Da waren wir schon. Ich meine, zumindest ist da unten noch UV-Licht. Da ist eine Station, vielleicht. Ja, gut. Keine Ahnung. Oh oh.
Ich glaube, machen wir mal ums Gebäude rum und guck mal, was hier Dach ist. Wieder irgendwas explodiert. Hier ist es aber auch nicht so viel. Hier ist schon wieder Kamille und so ein Kram. Und Moon. Oh, die Zepse. Nur zum, ja. Zum Vögel beobachten. Okay, dann kann man hier wieder die Salven hochnehmen. Wieder irgendwas explodiert. Bist du jetzt wieder auf der Ebene, wo wir schon waren? Ja. Das bringt auch nicht so viel. Ja. Was weiß denn ich, wie man da wieder mal hochkommt. Das ist auch so. Aber man kann ins Gebäude reingehen, stimmt. Da waren wir ja. So waren wir schon, ja. Ja. Da haben wir auch den Deck und was mal alles durchgeguckt. Ja, schwierig, ne? Ich habe gar keine Ahnung, wie man da hochkommen soll. Welches Gebäude ist denn noch höher wie das Gebäude? Ja, nur das ist die da ganz hinten, diese ganz hohen Dinger. Jetzt hätten wir ja schon von dem Gerade eigentlich da drauf springen können, aber das war ja auch niedriger schon. Das Plakat hier eine Anspielung auf Corona? Masks won't stop the party. Und dann hast du da eine, die so eine Maske trägt und wo auf der Maske so eine rausgestreckte Zunge, so Edge-mäßig, so auf abgebildet ist. Okay. Oben ist aber nichts, oder? Im Gebäude hier sehe ich. Ich hab was einfach nicht verstanden. Ich
ich weiß natürlich nicht, der eine Weg, den wir gegangen sind, ob das nur für die Luftlieferung war, oder ob man da jetzt wirklich da irgendwie hergehen muss. Aber das nochmal zu machen, das ist natürlich ein bisschen nervig. Meinst du wieder auf das Dach da hochzugehen? Ja. Mir ist auch schon mein Controller aus der Hand gerutscht fast. Ist das auch explodieren? Ja. Von den Zombies. Ja, ja. Was kommst du denn? Frage, ob wir dann doch erstmal vielleicht noch. Doch nochmal so einen Brief aus Dingsen um ab. Als. Liefer. Ja, können wir auch machen. Ich meine, das hört sich so entspannt an, dafür beobachten. Ja, denke ich auch. Aber ich glaube. Durch diese Militärdinger von Dächern, da können wir ja unseren Gleitschirm verbessern. Vielleicht können wir dann wirklich irgendwann höher steigen von diesem Dach davor. Weißt du, was davon, wo man so sich draufstellt und Viereck drückt? Vielleicht kommt man dann höher und kommt dann doch aufs Dach. Weiß ich nicht. Gleitschirm ist Gruppe 2 von 3, stimmt. Ja. Liefern wir jetzt nochmal und gehen dann vielleicht an einen Ort, wo wir nochmal verbessern können und dann können wir mal gucken, wie viele Militärstützpunkte auf Dächern wir noch finden müssen, um unseren Schirm weiter zu verbessern. Ja, komm. Okay. Ich wollte noch hin. Yeah.
die. Wir haben eine neue Nachricht. Macht Aktivität. Reaktivität. Hm? Was für eine Aktivität oder noch? Nachtaktivität ist er. Achso. Nein, das ist ein Spaß, wie ich hasse ihn. Waren wir runtergefallen, ne? Nein, gar nicht. Oh. Ja, passiert im Besten, ne? Dankeschön. Stoffbehälter. Mann, bist du dumm? Ich hasse dich. Heute bist du richtig gefrustet, ne? Ja, also irgendwie nervt es auch heute wirklich. Das Bett. Wo ist er denn? 7 Meter. Er ist unter uns. Ah, da drin wahrscheinlich, in der Quarantäne-Area. Ja, dafür müssen wir es eigentlich machen, ne? Mhm. Hab ich jetzt gesagt, gedacht. Hm? Kriegen wir hin, aber wir sind das geschafft. Also machen wir jetzt mittlerweile den Megasprung. Und vorsichtig sollten wir vielleicht doch nicht werden. Oh, da ist er. Oh no! Wieso stirbst du denn? Okay. Nein! Muss ich heilen? Okay, hab mich ja geheilt. Können wieder angreifen. Wo ist er? Da. Arsch, oh, Witzer, ich hol dich nicht. Ich mach dich so platt. Ich mach dich platt. Wieso stirbst du denn? Sei doch nicht so ein Sterber. Ah! Zeig mich zu heilen. Mama. Nein! Boah, ich bin so panisch bei denen, ne? Ist er tot?
Nee. Okay, was kriegen wir jetzt denn, oder? Weiß nicht. Jetzt beeile ich mich jetzt. Okay. Doch nicht. Was mache ich denn falsch? Oh, er ist tot. Ja, was mache ich falsch? Nicht ausweichen. Ausweichen, stimmt, dran habe ich gar nicht mehr gedacht. Man kann ausweichen. Aber trotzdem ja, sind stimmt. Die trotzdem sauig schwer. Also die sind wirklich, mein Gott, noch. Ey, das ist ja. Hat immer einen Stress gegen die. Von innen verschlossen. So. Achso. Wir müssen weiter runter. Hier. Kommst du? Ja, ich wollte nur ganz kurz, weil es ist ja versprochen gewesen in so einem. Ja, wir müssen uns gleich beeilen jetzt, ne? Hm. Wo bist du denn? Hinten. Zurück. Hier. Ah. Nein. Was? Da. Oh, die Immunität ist niedrig. Niedrig schwer. Offen. Das ist der Rest. Also. Noch so ein komischer grüner Kristallkern. Hast du ja geholt? Nee, noch nicht. Ja, eine Kiste habe ich gerade geöffnet. Kiste da hinten. Da, okay, ne? Wir müssen mal was gegen dieses vergiftet kriegen, weil da auch die Immunität nicht so gut hilft, was wir da haben. Ja, da hast du recht. Hallo! Teile. Hey, okay, okay. Sekunden. Fuck. Hä? Wieso bin ich denn gestürzt? Ich bin angeblich tödlich gestürzt.
bist doch nicht. Du warst auch noch gerade hier und jetzt kann ich dich wiederbeleben. Hast du dich wiederbelebt? Nee. Ging ja Gott. Hier stand natürlich der Todesfall, aber nur. Und da war ich weg vom Bett. Hast du das Ding denn eingesammelt? Das sind ja DAI-Ding, ist halt. Hemmstoffbehälter. Genau, das habe ich ja. Okay. Weil ich habe hier nur noch einen Raum jetzt gefunden und da sind zwei von diesen Neid-Typen drin. Ich versuche jetzt hier rauszukommen. Na gut, das ist 96 Meter von mir entfernt. Ich könnte. Sich an der Wand festkrallen, ob dieser gegliedert ist. Wieder ein Hemmstoffbehälter, oder? Ja, in der Nähe, das stimmt, ja. Aber da meinst du mal, unten sind da zwei Stück, okay. Oh, hier ist nochmal eine. Zwei Dietrich-Dinger bei mir. Einmal eine Kiste und einmal ein Safe. Also, so, hier hinbekommen. Safe dran. Ist auf. Und jetzt bin ich an einem anderen dran. Noch an der Dark Zone hin? Nee, ne? Ja. Also. Nein, hier ist ein Night-Typ gespawnt. Ich brauche Hilfe. Ja, bei mir ist es schon wieder jetzt komplett ganz viele. Zumindest überall. Also, ich denke, das ist ein bisschen. Sinnbefreit. Oh, hier ist auch ein. Typ. Oh Gott, ich geh wieder raus. Wo bist du denn? Ich bin wieder in die Night Zone reingegangen. Ja, ich bin auch da. Ja, aber ich bin ganz am Anfang, da sind schon wieder so diese Typen. Da ist er, ja. Lass mich hier durch! Mann! Was ist das Spiel? Ja, halt dich nicht an der Leiter fest. Hoch. So, ich bin jetzt raus. Draußen. Ja, nice. Oh, der Typ ist aber auch draußen. Nein! Alter. Ich haute einfach ab. Oh, gut Loot gekriegt da noch, ey. Ich muss mit dem Typen das so fertig machen da drin. Hier ist schon wieder so ein Nightrunner versteckt. Drüben ist noch was zu looten. Loote, loote, loote. Wo ist denn der? Von 38 Meter, ach so. Der ist da unten drin.
dem wir den Brief geben sollen. Also, not the end, ne? Oh, also wirklich. Einfach. Da, 13. Guck mal hier, da. Ah ja. Paket abliefern. Hey. Kuriergilde hier. Ich habe eine Nachricht. Ich erwarte doch gar nichts. Oh mein Gott. Was ist los? Eine meiner Kundinnen sorgt sich um ihr ungeborenes Kind. Sie hat Schmerzen. Ich gehe besser sofort zu ihr. Ich bin Hebamme, wissen Sie? Hätte Ihr Mann Sie nicht holen können? Himmel, nein. Sie versteckt sich vor ihm. Wissen Sie, das Kind ist nicht von ihm. Wenn er sie fände, oh, nicht auszudenken. Sie dürfen es keiner Menschenseele erzählen. Keinesfalls. Ich verstehe. Das Geheimnis ist bei mir sicher. Danke. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Ich muss meine Sachen packen. Machen Sie das. Och nee, meine Güte, ey. Musste wieder zu dem zurück. Zu Hause drückte mich mein Papa an die Wand und sagte, er hätte mich gesehen. Aber in 54 Metern ist noch eine Quest anzunehmen. Kaum eine Woche später war er tot. Hätte Industriereich in einem schlecht belüfteten Raum. Ach, soll ich runter mit Bild? Also heute war auch nicht mein Tag. Also generell ist nie mein Tag heute im Spiel. Da hält sich wieder nicht fest! Also, so viel Spaß ja auch macht das Spiel, aber ich bin echt froh, wenn das auch vorbei ist. Ja. Deswegen glaube ich auch, allein wegen der Länge des Spiels, dass mir Dead Island 2 wahrscheinlich im Großen und Ganzen mehr Spaß machen könnte als das hier. So. Ah, hier. Okay, Warte ein bisschen. Was gibt es? Du kannst doch nicht einfach so weglaufen, Henny. Nee, Omi, komm, ehrlich nicht. Henny? Wo bewahrst du diese Tabletten normalerweise auf? Unwichtig, Henny. Du solltest mein Rezept bei der Apotheke einlösen. Die Apotheken sind derzeit nicht wirklich geöffnet. Mein Gott, ich habe alles vergessen. Ah, ich weiß. Diese netten Jungs sind heute Morgen zum Kaffee vor... Nein, zum... Ich würde jetzt an der Stelle meinetwegen noch kurz ein bisschen was vorbereiten für morgen. Und dann können wir meinetwegen nochmal, so wie letztes Mal, nochmal so 20 Minuten, eine halbe Stunde spielen, wenn du magst. Ja, machen. Also machen wir einfach mal 10 Minuten Pause oder sowas, ne? Ja, genau. Oder sagen wir bis Viertel vor vielleicht? Nee, das sind 10 Minuten fast. Ja, aber kriegen wir hin, denke ich. Ja, ja, okay, machen wir so. Okay, dann bis gleich. Bis gleich, ciao. Menü gehen, ne? Ah ja. Ja. Bin ich.